2-2, ich denke, ist leistungsgerecht, oder? Ich denke auch, vor allen Dingen nach der etwas unglücklichen gelb-roten Karte geht das schon in Ordnung. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir wirklich besser, haben 4-5 richtig gute Torchancen, dann müssen wir vielleicht einen mehr machen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr ganz so Druck machen können wie in der ersten. Das ist hier eine blöde gelb-rote Karte und da muss man uns, glaube ich, also können wir stolz drauf sein, dass wir da mehr als gut zurückgekommen sind von der gelb-roten Karte und dann ebenwürdig waren in den letzten 20 Minuten. Dankeschön, mir reicht das. Ja, Kevin. Ein Punkt gegen Schalke, Lasogga dabei, erste Tor. Wie hast du das denn erlebt von hinten? Ja, hat er nicht umsonst so viele Bundesligaspiele und international gespielt. Der schraubt sich einfach brutal hoch und köpft ihn dann hinten ins Eck rein. Das ist schon extra klasse, aber ja, sind gut zurückgekommen und haben unentschieden gespielt. Du hast extra klasse angesprochen, du hast in der zweiten Halbzeit auch meinen Schuss rausgeholt. Ne? Also ihr seid ja richtig unter Druck gewesen in der zweiten Halbzeit. Ja klar, vor allen Dingen, also Schalke erstmal spielstark, eine gute Mannschaft. Dann kommt noch dazu, dass wir eine gelb-rote Karte waren, dann kommen wir natürlich unter Druck. Aber trotzdem haben wir es richtig gut gemacht, uns auch befreit und hatten auch noch die eine oder andere Torschuss. Was hat der Trainer euch denn auf den Weg gegeben zur zweiten Halbzeit? Der hat ja in der zweiten Halbzeit auf der Fünferkette zum Schluss umgestellt, ne? Ja, was der Trainer sagt, im Kreis der Mannschaft, bleibt auch in der Kreis der Mannschaft. Aber er war zufrieden, wie wir nach der gelb-roten Karte zurückgekommen sind. Und Fazit nach zwei Spielen jetzt? Ja, nach zwei Spielen, 4 Punkte gegen 2 gute Mannschaften ist in Ordnung. Und vor allen Dingen, gerade wie heute der Punkt zustande gekommen ist, nach einer richtig guten ersten Halbzeit und nach einer gelb-roten Karte, ist das, glaube ich, schon in Ordnung.